Hallo zusammen, in dem Video heute kaufen wir uns mal einen Pellet Smoker hier in Texas, was an Trivialität natürlich nicht zu unterbieten ist, aber andererseits ist das jetzt halt gerade so die Phase meines Lebens, in der ich mich befinde, in der solche Anschaffungen getätigt werden, weil wir eben gerade erst in die USA zurückgezogen sind. Und in dem Container befinden sich, der noch nicht angekommen ist zu dem Zeitpunkt, zwar zwei weitere Smoker, aber ich erkläre auch gleich, warum ich jetzt trotzdem noch einen weiteren Smoker kaufe, beziehungsweise einen Pellet Smoker kaufe. Die beiden in dem Container sind halt entsprechend andere Arten von Smokern. Reden wir gleich noch drüber, wenn wir hier ins Geschäft reingehen und uns mal die Auswahl anschauen. Ja, es gibt natürlich anspruchsvollere Themen, als über Smoker und solche Anschaffungen zu reden. Ist völlig klar, werden zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal kommen auf diesem Kanal. Aber momentan habe ich jetzt nicht so wirklich viel Zeit, um irgendwelche Skripte vorzubereiten oder sonst irgendwas, weil halt entsprechend wahnsinnig viel zu tun ist, wahnsinnig viel zu organisieren, was zum Teil jetzt aber auch mit meinem Anspruch an das Haus zusammenhängt, dass ich halt schon Dutzende von Lichtschaltern, vielleicht nicht Dutzende, aber ein Dutzend oder so, Lichtschalter ausgetauscht habe und irgendwelche Schließmechanismen in Türen eingebaut habe und so weiter und so weiter. Also so Sachen, die mich halt irgendwie nerven, habe ich halt gleich schon mal behoben. Und ja, es ist halt, wie gesagt, wahnsinnig viel zu tun, weswegen ich jetzt nicht so viel Zeit habe, mich vor den Computer zu setzen und irgendwelche inhaltlich tieferen Themen zu erarbeiten, aber wird sicherlich noch kommen. Ich werde auch noch mal ein Video machen über den Umzug, in dem ich halt über so ein paar Aspekte des Umzugs rede, wurde ja nachgefragt. Und ich werde auch noch mal irgendwann ein Video über die Schweiz machen, um die Playliste Schweiz abzuschließen, wobei ich das Thema wirklich sehr schwierig finde, aber mehr dazu dann in dem entsprechenden Video. Wir gehen jetzt einfach mal in der Suche nach einem Smoker rein ins Home Depot, schauen uns da um. Ich habe natürlich schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet und habe mich schon bei den bisher natürlich zahlreich erfolgten Trips zu Baumärkten umgeschaut, was es so gibt an Auswahl. Also ich habe schon ein Modell im Auge, was ich wahrscheinlich nicht hier im Home Depot kaufen werde, aber ich wollte euch einfach mal die Auswahl an Smokern zeigen. Und das ist tatsächlich, wenn man jetzt an Texas denkt, nicht so romantisch, dass man einfach in so einen Baumarkt geht, den man jetzt auch irgendwo in, was weiß ich, Montana hätte gehen können. Aber so ist es halt. Vielleicht gibt es irgendwelche speziellen Geschäfte für Smoker. Ich wüsste nicht, also alle Nachbarn, mit denen ich geredet habe, alle Leute haben ihre Smoker oder Grills oder so irgendwo in einem Baumarkt oder bei Walmart oder Sam's Club oder so gekauft. Was die nächste Station ist, wo wir nach dem Home Depot hingehen werden, also zu Walmart und oder Sam's Club. Okay, ich würde sagen, genug gelabert, wir gehen jetzt einfach mal rein zum Home Depot. Achso, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass Lowe's kann man sich sparen dabei, beziehungsweise ich hätte jetzt auch statt des Home Depots zu Lowe's gehen können, was aber wirklich keine große Diversität in der Auswahl und bei den Modellen ist im Vergleich zum Home Depot. Und ich fand jetzt hier bei dem Home Depot die Auswahl an Smokern noch mit am besten. Bei Lowe's gab es auch ein paar schöne Modelle, aber im Prinzip haben sich die extrem überschnitten mit dem Home Depot. Deswegen ersparen wir uns jetzt mal den Trip zu Lowe's. Kann man aber sicherlich auch machen. Oder dort kann man sicherlich auch hingehen auf der Suche nach einem Smoker. So, dann schauen wir mal, was das Home Depot so an Smokern zu bieten hat. Ich muss dabei jetzt natürlich noch mal kurz erklären, warum kaufe ich mir jetzt einen dritten Smoker. Das heißt, zwei sind im Container, der momentan noch nicht da ist. Ich könnte jetzt allerdings auch warten, bis der angekommen ist. Darum geht es jetzt tatsächlich gar nicht. Aber die beiden Smoker sind halt keine Pellet-Smoker, sondern ein Gas-Smoker, also so ein Schrank. Und das andere ist so ein normaler Offset-Smoker, also Holz-Holzkohle. Meistens betreibt man den mit so einer Mischung aus Holz und Holzkohle. Also genau sowas wie der jetzt hier für 299 habe ich halt im Container. Und das war, und da muss ich jetzt kurz noch ausholen, die Historie von meinem Smoker-Dasein sozusagen oder meinem Smoker-Hobby, dass ich mir in Kalifornien einen Elektro-Smoker gekauft habe. Das ist so die günstigste Art von Smokern. Es war so ein Schrank, der hat $150 oder so von Amazon gekostet. Und den habe ich halt, da habe ich so ein bisschen drin gesmoked und dann sind wir halt weggezogen aus Kalifornien. Und dass ich jetzt so einen 110 Volt Smoker Schrank mitnehme, kannst du halt vergessen. So, deswegen habe ich den an einen Freund verschenkt.
Und dann habe ich in der Schweiz eine Zeit lang nicht gesmoked. Und dann irgendwann, wir gehen hier mal rein, dann irgendwann bin ich wieder auf den Geschmack gekommen und habe mir einen Offset-Smoker gekauft, also so einen Holz-Kohle-Smoker. Und habe dann aber irgendwann Ärger mit den Nachbarn bekommen, weil die Häuser waren da an der Stelle einfach zu dicht zusammen. Einer von den Nachbarn, muss ich dazu sagen, hat auch so einen Smoker. Das teure Oklahoma Joe-Modell vom Bauhaus in der Schweiz für 1200 Franken. Und der hat aber ein anderes, der hat da ein bisschen mehr Platz gehabt. Also der konnte da offensichtlich mit smoken. Ich habe hier halt, oder nicht hier, also in der Schweiz habe ich halt Ärger mit den Nachbarn bekommen. Berechtigterweise, muss ich dazu sagen. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie da irgendeinen Hass oder irgendeinen Groll jetzt hege. Also er hatte schon, war schon okay, dass er sich beschwert hat. Ich habe schon mit gerechnet, nachdem ich 5-6 Mal gesmoked habe. Und dann musste ich halt damit eigentlich aufhören, mit dem Holz-Kohle-Smoker, weil es halt eine zu krasse Rauchentwicklung war. Hier sind schon mal so ein paar Modelle. Ich gucke mal, ob es draußen auch noch weitere gibt. Der gute Träger hier. Ich muss auch jetzt kurz noch mal dazu bemerken oder gleich vorab ankündigen, dass ich mir einen wahrscheinlich etwas kleineren kaufen werde, weil ich halt schon zwei weitere besitze, wie ich ja gerade schon angefangen habe zu erzählen. Und mir ist das jetzt auch zu teuer. Also ich will jetzt nicht einen für, obwohl es ein fairer Preis ist, ja, für so einen Träger-Smoker, 599 plus Tax, also plus, ich weiß nicht, kommt auf die Stadt an, in der wir hier gerade sind. Ich glaube, wir sind in South Lake, Texas. Ist sehr kleinteilig hier, deswegen muss man mir verzeihen, dass ich nicht weiß, in welcher Stadt ich mich hier befinde. Und 8,25% Tax oder 6,25%, irgendwas dazwischen. Vermute ich mal eher Richtung 8,25%. Kommt noch drauf auf die ganzen Preise, die ihr hier seht. Nur auf das Fleisch hinterher, auf die Lebensmittel kommen keine weiteren Steuern mehr drauf. Aber hier auf diese Smoker schon. Und das ist mir jetzt hier zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es natürlich ein berechtigter Preis ist, keine Frage. Aber da bin ich jetzt doch so ein bisschen der geizige Deutsche, dass ich jetzt sage, auch ganz klar mit den ganzen Anschaffungen, ja, dass ich jetzt hier auch versuche, so ein bisschen zu sparen in dem Rahmen, in dem es möglich ist. Man will sich jetzt zwar auch nicht irgendeinen Scheiß hinstellen, wo man dann in einem Jahr sagt, okay, ich habe mir jetzt den allerbilligsten Schrott gekauft, klar, aber ich würde jetzt nicht mit den ganzen Anschaffungskosten auch noch zusätzlich so einen 1.600 $ Träger-Smoker kaufen, ja. So, egal. Jedenfalls wollte ich noch kurz erklären, meine Smoker-Historie. Ich hatte halt dann Ärger mit dem Nachbarn so ein bisschen. Also es war sehr, ist sehr, sehr schweizerisch abgelaufen, das Ganze. Das heißt, er kam irgendwann an und als er vor der Tür stand, wusste ich schon, oh fuck, okay, das geht jetzt um den Smoker hier. Und er meinte, ja, also es freut mich ja sehr, dass du viel Freude daran hast zu smoken. Aber der Rauch und so, das ist alles zu viel. Und ich so, ja, okay, okay. Und dann habe ich es gelassen. Ja, ich hatte auch keine Möglichkeit, den Smoker irgendwo anders hinzustellen. Pass auf, komm, wir gehen nochmal raus. Ihr habt die jetzt hier gesehen, die guten Trägergeräte. Hier haben sie nämlich nochmal in der Gartenabteilung haben sie ein paar weitere Produkte. So, das war das Problem Nummer 1 mit dem Holz-Kohle-Smoker. Problem Nummer 2, weswegen ich mir den nicht unbedingt nochmal kaufen würde oder in der Situation gekauft hätte, ist, dass du, und da verallgemeine ich jetzt, rede ich jetzt von meiner Situation, Schwierigkeiten hast, geiles Holz zu finden in der Schweiz. Mit geiles Holz meine ich jetzt irgendwelche Säcke mit Hickory, wir gucken uns das gleich mal da drüben an, irgendwelche Säcke mit Hickory, Mesquite oder sonst irgendwas, das habe ich alles nicht wirklich gefunden. Gibt es sicher irgendwo zu kaufen oder bestellen? Ich habe es jetzt halt nicht so gefunden. Ich habe halt immer nur mit Buche gesmoked. Das hat man überall gefunden in der Schweiz, in Baumärkten und so im Landi und so. Aber irgendwas anderes als Buche habe ich halt nie gefunden. Und in so einem, also in so einem Offset-Holzkohle-Smoker, smoked man halt mit Holzscheiten, ja, oder Holzstücken und nicht mit irgendwelchen Pellets und so. Kann man sicherlich auch irgendwie in so Schalen mit reintun, aber ist nicht Sinn der Sache. Und deswegen, ja, war es in vielerlei Hinsicht jetzt irgendwie nicht so die allergeilste Anschaffung. Bin ihn dann aber auch nicht mehr losgeworden, ja. Deswegen ist das Ding auch noch im Container, weil es ist halt sauschwer. Es wiegt irgendwie 70 oder 80 Kilo. Und deswegen bin ich es nicht mehr losgeworden und habe die dann einfach, weil das eh eine Umzugsfirma gemacht hat, gesagt, komm, leck Arsch, haus in den Container rein. Und deswegen habe ich jetzt, kommt hier demnächst so ein Holz-Kohle-Smoker an, der jetzt auch nicht so ideal ist, wenn man halt so einen ganz langen Smoke
machen will und nicht da campt neben dem Smoker sozusagen, weil man braucht halt, man muss jede Stunde oder so muss man ein neues Holzscheit nachlegen, um die Temperatur zu erhalten. Und bei dem Smoker, den ich mir dann gekauft habe, den ich mir dann bestellt habe, so ein Gas-Smoker, da ist es halt einfacher. Da dreht man einfach nur die Flamme unten an und beobachtet das Ganze so ein bisschen mal ab und zu mit so einem Funkthermometer, ist auch im Container drin. Und dann ist gut, da kannst du halt ewig smoken und solange das Propangas nicht ausgeht. Ja, aber ist jetzt nicht so romantisch, sage ich mal. Ne? Das heißt, man hat einfach nur eine Gasflamme unten und haut so ein paar Chips rein darüber, die dann so verräuchert werden durch die Hitze. Geht alles, ist gut zu dosieren, das Raucharoma, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, juhu, da kommt jetzt so richtig viel Freude auf, wie bei dem Holz-Kohle-Smoker. So, wir sind jetzt hier ein paar Mal rumgelaufen, das heißt, wir haben uns jetzt mal hier so die Preise angeschaut. Also ein Tausender plus Tax, 1080 dann kann man ausgeben. Hier ist jetzt so ein Träger für 499. Wenn der günstiger wäre, würde ich mir den kaufen. Den finde ich jetzt auch von der Größe als Zusatzgerät sozusagen nicht schlecht. Weil dieser Gasschrank, ich habe so einen Portland XXL, der hat auch einen deutschen Gasanschluss. Und da bin ich mir noch nicht mal hundertprozentig sicher, ob ich den hier zum Laufen kriege. Wahrscheinlich schon, vielleicht gibt es irgendwelche Adapter, aber muss ich halt mal schauen. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Den habe ich auch in den Container schmeißen lassen, weil ich mir halt so dachte, ja, ist zu viel Arbeit, jetzt zu versuchen, den zu verkaufen. Zumal in der Schweiz, der hat halt einen deutschen Anschluss. Also einen deutschen, schrägstrich europäischen Gasanschluss. Ich habe mir die Sachen halt immer, die Gastanks aus Österreich gekauft, weil die Schweizer haben halt eine andere Gasflaschensystem und einen anderen Druckregler mit anderem Druck und so weiter. Das ist hier übrigens auch, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt, so ein digitaler Charcoal Grill und Smoker. Ist vermutlich, hat er irgendwie ein System, wo er die Luft reinpustet und damit die Temperatur reguliert. Ist natürlich auch ganz cool. $800. Aber ich will mir jetzt auch nicht den ganzen Garten mit irgendwelchen Grill- und Räuchergerät vollstellen. Insofern wird es jetzt halt bei einem weiteren Smoker bleiben. Das wird nämlich ein Pelletsmoker. Und da komme ich halt eben zu dem Punkt, dass die Pelletsmoker, wenn ich nur einen einzigen Smoker hätte, wäre es ein Pelletsmoker. Ich finde, es ist die ideale Kombination aus, man verbrennt irgendwie richtig Holz und hat aber trotzdem die Temperaturregulierung, die elektrisch oder elektronisch mit so einem Temperatursensor drin erfolgt. Das heißt, man kann halt auch mal so ein Brisket, was so ein 16-Stunden-Smoke ist, das heißt, also einpacken und dann nochmal 8 Stunden hinterhergeknallt, kann man halt durchaus auch ganz easy peasy auf so einem Pellet-Smoker oder einem Gas-Smoker machen, Elektro sowieso. Aber bei so einem Holzkohle-Smoker ja keinen Bock drauf, die ganze Nacht da zu stehen und nachzulegen und so. Also hier zum Beispiel haben wir so Mesquite-Pellets, also Mesquite-Holz, so nach dem Motto, wir nehmen ein paar langsam wachsende Urhölzer und verballern sie in so Pellets oder verarbeiten sie in so Pellets, damit man damit Fleisch smoken kann. Naja, also 19,95 plus Tax oder halt, wenn man 4 oder mehr kauft, 16 pro Sack. Und so ein Sack hat halt, was hat so ein Sack? Viel. So ein Sack hat, steht hier irgendwie nicht so richtig drauf. Also ich würde mal schätzen, eher so Richtung 4 Kilo werden es, 5 werden es so schon sein. Aber steht tatsächlich hier nicht drauf. Sorry, Leute. Daneben ist Pekanholz und Hickory. Es kostet alles das Gleiche, also 20 oder wenn man 4 Säcke kauft, 16. Und hier ist noch so ein Signature Blend aus Maple, Kirsche, also Ahornkirsche und so ein Artisanal, schätze ich mal, so einen künstlerischen, kreativen Hardwood Blend. Cool. Ja, hier sind noch weitere Rubs, die hier drin sind. Und hier ist auch die Auswahl, muss ich sagen, also nicht unbedingt im Home Depot, aber generell halt schon sehr geil, was halt so diese ganzen Barbecue-Soßen und diese ganzen Rubs und so weiter angeht. Gehen wir hier nochmal einmal um dieses Regal rum und dann würde ich sagen,
fahren wir mal weiter zu Walmart bzw. Sam's Club. Ich tendiere jetzt ein bisschen, die haben so ein ähnliches Modell jeweils, und ich tendiere jetzt so ein bisschen zu Walmart. Und ich habe eine Sam's Club Karte, die kostet $45 im Jahr. Hier sind übrigens noch weitere andere Smoker. Hier ist zum Beispiel ein elektrischer Smoker für 329. Ist aber auch das Deluxe Modell. Ich hatte so einen günstigeren. Ich hätte sowas in größer, aber halt in billiger, weil der meiner nur 160 oder so gekostet hat. Außer das sind jetzt schon die Inflationspreise, und der vor 4 Jahren oder so 160 gekostet hat, kostet jetzt 300. Glaube ich nicht, aber ja, ist halt so. Hier ist noch so ein Turkey Fryer übrigens für 69 plus Tax, der halt mit Gas, schätze ich mal, ja, mit Gas halt so ein Truthahn frittiert. Ist auch der allerletzte Schrei. Nicht der allerletzte, aber was die Amis gerne machen. Hier Holzkohle haben wir hier noch, ein Kubikfuß. Ach nee, hier unten Charcoal. 2x20 Pfund für $18. Also 2x, also 9 Kilo etwa. Und hier haben wir eben genau das, was ich in der Schweiz nicht so regelmäßig gefunden habe. Hier zum Beispiel so Mesquite Chunks, also Holz, für 19,97 plus Tax. Und hier gibt es noch weitere Chunks, so Apfel, Kirsche, noch mehr Apfel. Puh, was ist hier? Made with real spices. Also hier ist eine Holzkohle, gewürzte Holzkohle, 5,44 Kilo für $10. Garlic, Onion, Paprika. Und hier ist noch Kümmel, Chili und Mesquite-Holz. Also ich sag euch, wie, oh krass, Basilikum, was war Sage nochmal? Scheiße, fällt mir gerade nicht ein. Und Thymian für auch 9,98 für 5,44 Kilo. Ja, das ist ganz cool, was die hier so an Auswahl haben. Hier sind halt noch mehr Lump Charcoal und noch mehr Charcoal, Holzkohle. Hier oben sind ein paar Starter, also ein paar Feueranzünder sozusagen. Ja, genau, das ist hier mehr Hochdruckreinigergeschichte. Pflanzenabteilung. Ich würde sagen, dann haben wir es erstmal. Das ist hier halt so die Übersicht. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal her zurückkommen und ein paar von diesen Pellets halt kaufen. Gut, Leute, checken wir mal einfach den nächsten Laden aus. Schön, Mensch, so ein roter Truck und dahinter ein roter Feuerwehrwagen, also nicht so ein Feuerwehrzug, aber so ein Tahoe vom Grapevine Fire Department. In der gesamten Stadt Grapevine gibt es übrigens keinen Liquor zu kaufen. Ja? Nicht nur nicht am Sonntag, sondern die gesamte Stadt Grapevine ist liquor-free. Das heißt, man kann hier nur Bier und Wein kaufen. Aber gut, die Städte sind hier alle sehr klein. Es ist halt wirklich so, du fährst 3 Minuten und bist in der nächsten Stadt. Insofern ist es nicht dramatisch, aber doch schon bemerkenswert. Ja, ich will noch mal ganz kurz bei Sam's Club reinschauen. Da gibt es einen einzigen Smoker, also einen Pellet-Smoker, den sie verkaufen. Für, ich glaube, 288 oder 289 oder sowas. Thank you. Kann mich eh nicht hören. So, und man muss halt, wie gesagt, Mitglied sein, um da reinzukommen. Aber ich habe mal gedacht, ich schieße mal so eine Membership hier ab. Kostet halt $45 im Jahr. Ich bin allerdings auch bei Costco, das ist ein bisschen teurer. Okay. Zeig mal die Karte vor. Die haben ja auch so eine App, wo man halt dann so selbst seine Sachen scannen kann und dann halt mit der Kreditkarte in der App bezahlt und dann einfach rausgeht und nur die Hälfte eingescannt hat. Nein, das wird wohl noch kontrolliert. Genau. Ich gehe straight zum Pellet Smoker. Ich mache euch von der Butze hier auch nochmal ein eigenes Video bei Gelegenheit. Ist im Prinzip wie Costco, nur ein bisschen kleiner. Also nicht von der Ladenfläche her, aber vom Businessmodell her. Also 60 Milliarden Umsatz versus Costco hat 200 Milliarden. Ja, das ist ja jetzt hier Clearance-Preis für $289,91. Hier drüben übrigens ein Grill. Und ein Griddle, ja, ich bin auch großer Griddle-Fan gerade geworden. Der kostet $199. Wobei, ich habe mir so einen Aufsatz für den Gasgrill gekauft, der reicht erstmal. Aber wenn ich weiterhin begeistert bin davon, dann wird vielleicht nochmal sowas angeschafft. Aber wie gesagt, ich möchte mir jetzt nicht den Garten, auch wenn er es von der Größe her unterstützen würde, voll ballern mit Küchengeräten.
weil dann irgendwann sieht es so aus, als ob ich da irgendwie einen Kochbusiness betreiben würde im Garten. So, 289,91. Also Originalpreis waren angeblich mal 499. Die Frage ist, ob der hier irgendwo noch rumsteht oder ob man sich da an einen Mitarbeiter des Vertrauens wendet, um den zu kaufen. Ich finde andererseits, er sieht gar nicht so schlecht aus. Er ist vom Design her, deswegen wollte ich eigentlich eher einen bei Walmart kaufen. Da gehen wir gleich trotzdem nochmal rüber und dann entscheide ich mich. Ja? Irgendwann muss man sich mal entscheiden. Er ist vom Design her anders ein bisschen von der Optik her als der Grill, den ich bei Walmart gekauft habe. Was halt mich so mittelmäßig stört, aber okay. Also wie so ein Pellet-Smoker hier funktioniert, ist, dass man halt die Pellets logischerweise reinwirft und dann schließt man den auch noch an Stromnetz an, normal 110 Volt, und dann stellt man da die Temperatur ein und er zündet wohl das Ganze selbst und reguliert dann halt mit so einem Temperatursensor das Ganze auch selbst. Wobei ich mich gerade frage, wo jetzt hier der Temperatursensor reingeht, vielleicht hier. Ja, sieht ansonsten nicht schlecht aus, hat auch diese drei Etagen, die man aber auch rausnehmen kann. Sieht recht hochwertig verarbeitet aus, das Teil. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, behalten wir es mal im Hinterkopf, 289,91. Wobei ich das Gerät jetzt hier gerade nirgendwo so richtig stehen sehe. Ich kann sonst auch noch mal nachfragen bei irgendjemandem. Hier wird auch nochmal Holzkohle verkauft für 23, für so einen Riesensack. Und hier ist der Hardwood Barbecue Pellets Smokehouse Blend. Ein Precise Blend, also ein präziser Blend. Geiles Marketing-Zeug hier. Precise Blend of Hickory, Oak, Maple and Cherry. Cool, 15, das ist echt günstig für 18,14 Kilo. Und hier ist noch ein anderer Hardwood Classic Barbecue. Da ist Beef, Pork, Chicken und Wild Game drin. Nein, das ist, was man damit smoken kann. Das ist jetzt halt hier irgendwie so ein Mix wahrscheinlich. So ein Blend. Ja. Ja, cool. Also gehen wir nochmal rüber zu Walmart, bevor die finale Entscheidung getroffen werden muss. Geil, ist aber auch so ein riesiger Iglo-Eiskühler übrigens noch. Passt jetzt nicht so ganz zum Thema des Videos, aber 90 Dollar für 150 Quart, 142 Liter, passen angeblich 248 Dosen rein. Das reicht dann gerade so fürs Wochenende. Nächste Station Walmart. Vielleicht sogar so ein Supercenter Walmart. Auch wieder in Grapevine, der Stadt ohne Liquor. Ja, also Walmart, nee, ich wollte eigentlich noch mal kurz zu Ende ausführen, warum ich mir dann einen Gas-Smoker gekauft habe, nachdem sich der Schweizer Nachbar über den Holz-Kohle-Offset-Smoker beschwert hat. Berechtigterweise, weil es war, wenn man das Ding anwirft, dann teilweise schon so, als ob man die gesamte Nachbarschaft abbrennt, so von der Rauchentwicklung her. Und der Gas-Smoker produziert halt weniger Rauch. Also eindeutig weniger Rauch, muss man halt so sagen. Das kann man halt auch ganz gut regulieren, weil man halt nur so eine kleine Schale hat, die über dem Heizelement, was eigentlich nur wie so zwei Gaskocherflammen sind, wie an so einem Gasherd. Und da hat man halt eine Schale, wo man dann die Holzchips reinlegt, die man im Übrigen sehr gut findet, auch in der Schweiz. Das heißt, man kann in jeden Baumarkt gehen und findet dort Hickory, Whisky, sonst was alles an Chips. Ja, das muss ich noch dazu fügen. Wenn Leute jetzt sagen, doch, das kann man alles kaufen. Ja, ich rede halt nicht von Chips, sondern ich habe vorher von dem Holz an sich, also Holzscheite zum Verbrennen auf dem Offset-Smoker geredet. Und für den Gas-Smoker kann man tatsächlich eine recht breite Auswahl an Chips kaufen. Das ist halt auch noch ein weiterer Vorteil, weswegen ich halt eher zu so einem Gas-Smoker oder so raten würde innerhalb von Deutschland und der Schweiz. Und jedenfalls, wie gesagt, weniger Rauchentwicklung bei dem Gas-Smoker. Und da gab es dann halt auch keinen Ärger mehr mit dem Nachbarn. Ja, da habe ich dann halt noch mit gesmoked. Hinzu kommt, der Gas-Smoker ist halt ein Schrank. Das hat halt auch vom Design Vor- und Nachteile. Gibt es auch als Pellet-Smoker-Schrank im Übrigen.
Hier jetzt glaube ich nicht, aber generell schon. Hat auch Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist, dass man natürlich wahnsinnig viel Fläche hat. Wenn man halt eine Party mit 25 Rip-Racks machen will, dann ist das halt recht ideal. Und man kann Fische reinhängen. Das heißt, er hat da oben in der Mitte, also meiner jedenfalls, hat in der Mitte oben hat so Haken, wo man halt Fische auch dann mit so einem Fischmehl halt räuchern kann da drin. Hier haben sie Nachteil, um das noch kurz zu Ende zu führen, von dem Gasmoker ist halt, neben der geringen Authentizität des gesamten Vorgangs, ist halt, dass es unten ziemlich heiß ist und oben in diesem Schrank wird es dann halt immer kühler. Damit kann man natürlich arbeiten, aber es ist jetzt halt auch so ein negativer Effekt, wenn man halt die Ware, die man räuchert, so übereinander stapelt und dann die unterschiedliche Gargrade dann haben oder hat. So, hier ist es eine große Auswahl, also Griddle wieder. Blackstone ist ein ganz guter Hersteller, soweit mir bekannt ist. Wie gesagt, könnte ich mir vorstellen, irgendwann auch nochmal zuzulegen. Aber erstmal bin ich noch mit meinem Griddle-Aufsatz für den Gasgrill zufrieden. Um sehr systematisch vorzugehen, würde ich sagen, fangen wir hier mal drüber an. Hier ist halt wieder so ein guter Trägergrill für 699. Aber immerhin, ich glaube, dass der beim Home Depot 799 kosten sollte. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Vielleicht ist es auch ein anderes Modell. Dann hat man hier halt so Riesenkonstruktionen wie das hier, was halt ein, ich glaube, Holzkohlegrill, also Gasgrill an der Stelle. Nee, es ist tatsächlich ein Holzkohlegrill mit einem Gasgrill auf der linken Seite. Ja, das Beste aus beiden Welten in einem Gerät. Und unten ist, glaube ich, noch so ein Ofen drin. Kostet 600, also ist eigentlich auch noch recht fair. Der Preis. Hier ist wiederum ein größerer Griddle, der 597 kosten soll. Und hier ist ein Smoker von der Laredo 1000 mit WLAN-Zugang und so weiter. Das ist mir jetzt auch alles irgendwie zu viel. Das muss jetzt gar nicht sein. Hat sicherlich auch Vorteile. Hier ist wieder die ganze Reihe mit den Griddles. Was hier im Prinzip wie so eine große Pfanne ist, so ein Griddle. Aber ist schon ganz cool, damit zu kochen. Ich finde es gerade ganz geil. So, der hier kostet zum Beispiel 397, ist aber ein Pit Boss. Der Austin XL. Ja, da wir hier nicht in Austin sind, kaufe ich den natürlich nicht. Nein, aber der sieht ganz gut aus. Also 397 ist auch schon so in der Preisrange, was ich mir vorstellen könnte. Und hat auch hier eine ganz gute Kochfläche. Von der Größe her. Ja, ich habe halt meinen Grill, also der Gasgrill ist halt hier von Expert Grill, was halt so eine, ich vermute mal, Walmart-Eigenmarke sein könnte, weil die habe ich bisher nur bei Walmart gefunden. Und der kostet 317. Das heißt, ist jetzt vom Preisunterschied her schon ein bisschen teurer als der für 289. Aber bei so einer Anschaffung, ja, will man jetzt vielleicht das auch nicht auf die $30 unbedingt ankommen lassen. Der hat halt hier, das fällt mir sofort auf, muss man hier die Kamera ein bisschen nach unten biegen. Der hat halt hier, das fällt mir sofort auf, so einen Durchgang, wo das halt innen drin, dieser Sensor, der Temperaturfühler, ist halt hier innen drin. Das finde ich ganz gut. Bei dem anderen musste man es, glaube ich, außen dranhängen lassen. Das ist natürlich ein Designvorteil. Ansonsten fühlt sich der hier tatsächlich so ein bisschen weniger gut verarbeitet an. Nicht viel, aber so ganz leicht fühlt er sich irgendwie nicht so ganz so gut an wie der andere. Aber auch durchaus vergleichbar. Also schwierige Entscheidung. Der hier ist natürlich auch nicht schlecht, das ist dieser ganz kleine von Pit Boss. Das sieht ganz gut aus, hat aber auch deutlich weniger Kochfläche. Das heißt, es würde wahrscheinlich reichen für die meisten Sachen, aber wenn man so ein riesiges Brisket hat, wird es schon schwierig. Oder wenn man mehr als zwei oder drei Dings machen will, Rib Racks, dann wird es auch schon schwierig. Ich meine, hier passen auf jeden Fall, kommt drauf an, wenn man die so aufstellt, passt natürlich mehr rein.
Aber ich würde sagen, bei der Größe von den Rib Racks hier kriegt man wahrscheinlich so 4 rein gleichzeitig. Gut, wenn ich so eine Massenproduktion starten will, habe ich natürlich immer noch diesen Gasschrank. Und das ist übrigens mein Grill, den ich gekauft habe, für sage und schreibe nur $197 plus Tax. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Also er heizt ganz gut los und ja, hat so eine einigermaßen solide Verarbeitung. War ziemlich ätzend, den zusammenzubauen, aber jetzt, wo er steht, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Schauen wir uns hier nochmal ganz kurz die Holzkohlegrills an. Ja, da hinten ist, glaube ich, ein Preisschild dran. Das ist alles der gleiche Grill in mehrfacher Ausführung. Ja, $107, das ist natürlich ein ziemlicher Kampfpreis für so einen Holzkohlegrill. Ich meine, gut, ist jetzt nicht wahnsinnig viel an Mechanik oder Elektrik sowieso gar nicht. Aber ist schon cool, sogar mit so einem Flaschenöffner da unten zum Biergenuss während des Grillens. Hier drüben auch nochmal ein Blick auf die Auswahl an Holz. Hier zum Beispiel 1,5 Kubikfuß. In was für ein Format auch immer man das jetzt umrechnen möchte, kosten 16,88. Und hier gibt es noch verschiedene Blends für 14,97. Man muss echt sagen, Walmart ist halt schon ziemlich günstig, auch wenn man es mit dem Home Depot vergleicht. Hier oben gibt es halt so Chunks für $6,13. Die sind halt eher für den Offset-Smoker, den man meistens halt mit Holzkohle-Eierkohlen anheizt, damit man so eine solide Hitzebasis hat und dann halt immer Holzscheite oder in dem Fall solche Chunks drauflegen würde. Ja, 14,97 für 18,14 Kilo Red Wine Hickory, Rotwein Hickory. Also schon geile Auswahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich suche immer noch den Grill, ob ich den irgendwo finde. Sonst muss ich vielleicht mal einen Mitarbeiter fragen. Hier sind so diese kleineren Grills, also ein Tischgrill für 59, so ein Gasgrill. Das ist auch ganz gut. Und hier so ein portabler Charcoal Grill für 14 oder für $16. Wahnsinn. Und hier oben ist so ein Weber Jumbo Grill für 89. Ja, also Home Depot, Walmart haut hier preistechnisch schon wieder ganz schön rein. Ja, dieser Laredo 1000 soll $530 kosten. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu viel, auch wenn es sicherlich ein fairer Preis ist. So, hier unten ist er noch. Also es sieht so aus, als ob es der kleinere ist mit der 770 Square Inch Cooking Area für 219. Ich glaube, wenn es der ist, dann kaufe ich den. Leute, ich glaube, ich habe sogar verpeilt. Das ist alles die gleiche Größe. Der ist gar nicht kleiner, sondern der kostet tatsächlich nur 227, dieser Expert Grill, weil das ist alles 770 Square Inch Cooking Area. Cool, dann würde ich sagen, ist die Entscheidung getroffen. Dann gehe ich tatsächlich nicht mehr rüber zu Sam's Club. Die haben den auch in Paketen da am Ausgang zu stehen gehabt. Also ich habe ihn tatsächlich gefunden. Jetzt brauche ich nur noch einen Einkaufswagen und dann laden wir den einfach mal auf. Oh krass, der Temperaturunterschied ist echt extrem. Draußen sind es, glaube ich, offiziell 29 Grad oder so. Es fühlt sich nach mehr an. Und hier drin sind es gefühlt 17 Grad. Ich schätze mal eher so 20 oder so. So, ich muss mal kurz gucken, wo ich einen Einkaufswagen finde. Ich will ihn jetzt auch nicht hier irgendeinen nehmen, der herumsteht. Und dann halt muss ich irgendeine arme Sau wieder einen neuen Einkaufswagen am Eingang holen. I just need to grab a shopping cart. I need a shopping cart, ja. Thank you. Thank you. So, er ist noch da. Das ist cool. Ja, okay, ist wahrscheinlich jetzt so ein Teamlift, so eine Teamlift-Situation. Aber das ficht den Stadtbewohner nicht an. Oh, scheiße. Ja, vielleicht brauche ich doch einen Palettenwagen, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Also irgendwie kriege ich das so ins Auto gewinkelt,
aber auch nicht jetzt so unbedingt auf diesen Wagen raufgelegt. Ich muss mal kurz nachfragen, ob es hier irgendwo so einen Palettenwagen zu kaufen gibt. Zu mieten, zu leihen gibt. Zu kaufen. Wobei. Ja, Leute, also das war jetzt wohl doch nichts, diesen Karton alleine zu transportieren. Ich habe mir jetzt so einen Typen kommen lassen mit einem Palettenwagen. Der hat mir dann auch geholfen und hat mich dann tatsächlich gefragt, ob ich eins von den schon zusammengebauten Modellen haben will. Und hätten jetzt wahrscheinlich viele Nein gesagt, damit sie halt einen originalverpackten haben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, worauf ich halt echt überhaupt keinen Bock hatte, ist das Zusammenbauen von dem Teil, weil ich halt an meinem Five-Burner-Gasgrill halt schon, ich glaube, gefühlt zwei oder drei Stunden gesessen habe, um die Scheiße zusammenzubauen und mir dabei einmal die Hand aufgeschnitten habe an so einer Metallkante. Und deswegen war dann die Verlockung doch sehr groß. Auch wenn das Ding jetzt hier so ein paar Kratzer hat oder so, ist mir scheißegal. Hauptsache, ich muss ihn nicht zusammenbauen, da jetzt die nächsten 3 Stunden im Garten stehen. Das reicht mir jetzt halt nach dem Umzug auch langsam mit zusammenbauen, nachdem ich jetzt schon so eine riesige Söderham-Ikea-Couch gebaut habe. Jedenfalls, der Typ hat mir jetzt geholfen, das in den Wagen zu laden. Und ich muss sagen, ist doch deutlich größer und schwerer, als ich gedacht habe. Und ich bin jetzt an der Stelle doch froh, dass ich mir einen 4Runner und keinen, weiß ich nicht, Nissan Versa oder so gekauft habe. Wobei, der Preis war jetzt leider eine üble Überraschung, weil das war tatsächlich nicht der für 227, sondern der hat 284 gekostet plus 8,25% Sales Tax, also $307.43, um es ganz genau zu nehmen. Aber okay, der andere bei Sam's Club hätte jetzt genauso viel gekostet. Was 227 gekostet hätte, wäre dieser kleinere, kupferfarbenere, runde Smoker gewesen. Aber der wäre mir jetzt doch ein bisschen zu klein gewesen. Und von daher, ja, habe ich mich dann doch entschieden, nachdem ich an den Self-Checkout geschickt wurde, um es dort einzuscannen und mit dem Beleg dann wieder zu dem Typen zurückzugehen, der mit dem Palettenwagen auf mich gewartet hat. Gut, egal. Ich gehe jetzt noch mal rein zu Walmart und kaufe noch mal ein paar Pallets dafür und so ein bisschen Fleisch. Vielleicht brauche ich hier noch mal irgendwie so einen Energy Drink oder sowas, um die verlorene Energie wieder reinzuholen. Also auch von mir aus gerne was ohne Zucker und so, aber komm, ich knall mir hier noch mal so einen Rockstar. Nee, der hat mir jetzt zu viel Kalorien. Rice Smarties. 0 Kalorien, komm, der wird gekauft für 2,48, der wandert noch mit in den Einkaufswagen rein. Jedenfalls hat mich diese Aktion gerade von dem Typen, der mir ganz nett geholfen hat, den ins Auto einzuladen, den Smoker, was ich alleine in dem zusammengebauten Zustand auf jeden Fall nicht hinbekommen hätte. Und das erinnert mich an, ist jetzt nur eine Anekdote, aber als ich den Portland XXL Smoker, der ein bisschen leichter war, abgeholt habe in einem Baumarkt in Deutschland, ein nicht näher genannter Baumarkt mit 3 Buchstaben. Und ich gehe da halt rein, nachdem ich ihn online bestellt habe, der zu dem Markt geliefert wurde. Und der Typ kommt aus dem Lager mit dem Karton auf dem Palettenwagen und zeigt so auf mich mit dem Finger. Und also kein Hallo, ist das Ihrer oder so? Und ich so, ja, es ist meiner. Ne? Und dann meine ich zu ihm, können wir den rausfahren zum Auto? Und dann meint der Typ original zu mir, ich helfe aber nicht einladen. Original, ja. Glaubst du mir oder nicht? Und ich dachte mir nur so, Alter, hab aber nichts gesagt, weil ich mir die Strategie, den selbst einzuladen, schon zurechtgelegt habe. Und hab ihn dann halt aber auch selbst eingeladen gekriegt, weil der hat halt 50 Kilo oder so gehabt in einem so einen Karton, den ich da halt in den VW-Bus, der ja auch eine sehr niedrige Ladekante hat, reingewinkelt habe. Und der stand aber wirklich daneben, der Typ, und meinte nur so, das ist viel zu schwer, das schaffen sie ja gar nicht alleine. Ohne Scheiß, Leute, ich verarsche euch nicht. Der stand daneben, also nicht Hände in Taschen, aber meinte zu mir, das schaffen sie ja gar nicht alleine, aber half halt nicht. Und dann kam fairerweise dazu gesagt, so eine Frau vom Kundenservice dann angerannt und meinte, brauchen Sie nicht vielleicht Hilfe, sollen wir Ihnen helfen? Ich so, ja, es hat sich erledigt. Hatte das Ding dann da schon so reingewinkelt, ja. Und naja, egal. Ich wollte jetzt hier aber eigentlich auch nur nach so Rubs gucken. Krass, Cherry Cola Barbecue Rub. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich jetzt mal so als erstes smoke, aber irgendwas will ich smoken. Ich habe so ein paar Würstchen da, die werde ich raufhauen, die brauchen jetzt definitiv keinen Rub. Und es darf aber auch nicht zu scharf sein, sonst bin ich der Einzige, der das Ding dann mit isst. Guck mal, oben gibt es sogar von Weber hier so Rubs.
für 6,68 für 383 Gramm. Ich würde sagen, ich kaufe mal so ein Stück Fleisch, irgendwas Einfaches und nehme einfach mal Killer Hawks, the Barbecue Rub. Sieht, nee, guck mal hier, das ist von diesem Typen aus Florida oder Tennessee, der so einen Barbecue, How to Barbecue Right Kanal hat. Das ist so ein ganz uriger Typ. 8,98 und der nimmt immer The AP Seasoning. Komm, das kaufe ich jetzt mal. Das ist halt für Schwein allerdings. Also ein Brisket sollte ich da jetzt vielleicht nicht mit smoken. Ich nehme auch noch mal den Garlic Jalapeno Rub. Dann esse ich das auch wieder alleine, weil es wahrscheinlich zu scharf ist. Puh, hier gibt es noch weitere Sachen. Leute, vielleicht muss ich mal irgendwann ein eigenes Video über diese ganzen Rubs und Gewürze machen, die es hier zu kaufen gibt. Ja, so, ich kaufe einfach mal das AP Seasoning. Und dann Pellets. Ja, Pellets darf ich nicht vergessen. Zum Smoken und natürlich halt ein Stückchen Fleisch. Breakfast Eggs, Cheese, Lunch, Poultry, Huhn und dahinter ist Pork und Beef. Wir schauen einfach mal kurz. Ich bin ja fast versucht, mir so ein Rib zu kaufen, also ein Rack of Ribs, aber es ist jetzt mit mir zu viel Arbeit. Ich will den, kommt noch, werde ich noch machen, also werde ich noch smoken auf jeden Fall. Sorry. Aber ich will erstmal mit was Einfachem anfangen, was ich jetzt nicht so krass monitoren muss. Gut, Pork, ich habe jetzt dieses, vielleicht Chuck Tender Roast könnte ein bisschen zu dünn sein. Ich muss ja jetzt den Grill, das Ding auch nicht wieder zusammenbauen. Insofern Prime Rib. Angus, das ist jetzt allerdings halt kein Schwein mehr, sondern Beef schon. Ist die Frage, ob ich das mit Schweinegewürz machen kann. Das braucht wahrscheinlich auch zu lange, so dick wie das ist. Wie spät ist es denn? 12:30? Schaffe ich das bis zum Abendessen, irgendwas auf die Beine zu stellen? Vielleicht, komm. Ich mache einfach mal so eine Runde Spare Ribs. Warum nicht? 10,89 für den Schinken hier. Ich probiere das einfach mal. Komm, Runde Spare Ribs gekocht auf dem Grill. Vielleicht nehmen wir das größere für 14,48. Ist mehr dran für 5,84 Pfund. Und dann habe ich auch noch die Würstchen, falls ich das jetzt komplett verkacke. Vielleicht kaufe ich noch so einen Salatmix dazu. Auch ein bisschen was Gesundes hier. Komm, so ein Spinach und Spring Mix. Für $3,13 und dann kaufe ich noch so ein bisschen Corn dazu, also Mais, wenn ich ihn denn, da hinten ist er. Der Mais schmeckt hier auch wirklich sehr gut, muss man sagen. Ist ja auch so ein Standardprodukt in den USA. Hier 42 Cent für so ein Maiskorn, Mais, nicht ein Maiskorn, wäre ein bisschen teuer, für so einen Maiskolben. Den packe ich einfach ein und haue ihn dann auch noch mal mit auf den Smoker drauf. Oh, sorry. Oh, sorry. So, was kaufe ich mir denn jetzt hier? Juhu! Das erste Mal Wood Pellets kaufen. Fruit Blend, Red Wine Hickory oder den Sweet Blend. Ich würde sagen, ich kaufe mal der Bold Blend. Und hier hört es aber auch schon auf mit den Pellets. Da oben sind noch welche. Da oben ist noch Applewood Whiskey, Maple Bourbon, Cherry Rum, Pecan Blend, Apple Blend und Mesquite Blend und der Hickory Blend. 9,07 Kilo für $8,88. Ich muss aber auch sagen, ich habe gerade keine Ahnung, wie viel da so durchgeht in einem so einem Smoke-Vorgang. Ja, cool. Würde ich sagen, checke ich jetzt mal aus und dann versuche ich diesen Smoker alleine zu Hause auszuladen oder meine Frau hilft mir dabei. Jo Leute, das ist jetzt doch so ein bisschen mehr geworden als gedacht. So wie es halt immer so ist. Ich dachte, ich verbinde das jetzt einfach mal gleich mit einem normalen Lebensmitteleinkauf, ja, was man auch immer als normal bezeichnen möchte. So, auf zum Self-Checkout.
Nee, hier liegt schon irgendwas. Habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ach komm, gehen wir jetzt zu dem letzten. Ja, auf geht's. Arbeitsplätze mit dem Self-Checkout vernichten. Nein, aber ohne Scheiß, der normale Checkout, habe ich inzwischen festgestellt, dauert so unfassbar lange, dass man halt irgendwie da echt gerade gar keinen Bock mehr drauf hat. Und deswegen der Self-Checkout. Wobei ich sagen muss, das ist wirklich aber auch ganz geil bei Aldi hier in den USA, dass man hier dort einigermaßen schnell ausgecheckt wird. Und der gute Zucker aus Kalifornien. Und dass man dort halt nicht so lange warten muss, wie bei so einem traditionellen Supermarkt, wo dann noch ein bisschen gelabert wird und so, was ja auch ganz nett mal ist. Aber wenn man es eilig hat, dann ist es irgendwie auch nicht so das Wahre. Das ist hier übrigens ungesüßter Eistee, stehe ich gerade voll drauf. Weiterer Vorteil am Self-Checkout ist auch, dass man relativ leicht diese Plastiktütenwut hier umgehen kann, weil normalerweise, also kommt auf den Kassierer an, meistens geht es, wenn ich denen sage, dass ich keine Plastiktüten will, weil ich das eh alles irgendwie so ins Auto lade in eine Kiste, gut, die ich jetzt nicht dabei gerade habe, aber okay, dann ist es manchmal schon so, dass sie dann einem entweder trotzdem Plastiktüten geben oder dann halt da irgendwie, ja, also sie machen es schon ohne Plastiktüten, aber es ist so ein bisschen, man hat so ein gewisses Unverständnis bei manchen Kassierern, bei anderen nicht. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ob die das selbst ankotzt, dass sie den ganzen Tag über Tausende von Plastiktüten rausgeben oder ob es ihnen komplett egal ist, weiß ich nicht. Bin ja jetzt zwar auch nicht so der Ökotyp, aber das mit dieser Plastiktütenwut ist hier schon ziemlich krass auf 2000er-Jahre-Niveau. Komm, den Rest scannen wir jetzt mal so dazu. Die guten Spare Ribs. 14,48, okay, müssen wir nicht wiegen. Ist schon in dem Preisschild mit drin. Und dann müssen wir noch den Mais mit dazufügen. Look-up-Item. Look-up-Item. Ist das vielleicht hier irgendwo schon drin? Corn. Corn Fresh. Quantity 7. Perfecto Mundo. 2,94. Okay, 125,13. Jetzt noch zahlen. Bam. Das waren $125. I ain't check no price. All I do is swipe. How satisfied were you with your visit? Okay. 5 Sterne. Warum nicht? Ist alles gut gelaufen. Außer, dass man jetzt inzwischen selbst die Arbeit für den Kassierer übernimmt. Aber okay, wie gesagt, besser das als 3 Stunden in der Schlange stehen. Ich habe das Gerät jetzt hier in den Garten geschafft und ich weiß noch nicht, ob das die endgültige Position sein wird, wo das ist. Schauen wir es uns noch einmal im ganz jungfräulichen Zustand an, bevor es von Schweinefett defloriert wird. Ja, also ich hatte ja bisher auch noch keinen Pelletsmoker, nur halt andere. Das ist jetzt hier halt offensichtlich, oder hier drunter ist offensichtlich der Brenner. Und wie es funktioniert ist, dass man hier halt, also meine Interpretation jetzt, meine laienhafte, dass man hier halt die Pellets reinkippt, das steht auf jeden Fall fest. Und dann werden die hier über diese Spindel, den im Englischen Auger geschrieben, reingefüttert in die Brennkammer, die sich hier drunter befindet und wohl irgendwie elektrisch selbstzündend ist. Und dann steigt hier die Hitze auf und da drüber sitzt ein anderer Teil. Da drauf sitzt jetzt halt dieses Metallblech, wo mit dieser Rinne, wo das Fett halt dann hier runterläuft und in so ein Loch reinläuft, wo so ein Schacht ist, der das dann wiederum in so eine Schale mit so einer klassischen Weber, also nicht von Weber, aber die große Alu-Schale reinleitet. Ja, und hier ist halt noch so ein Schieber, mit dem man das halt auf und zu machen kann.
vermutlich oder ziemlich sicher, um halt mehr direkte Hitze noch durchzulassen oder halt die Hitze indirekt werden zu lassen, weil halt direkt darunter der Brenner ist. Ich hau jetzt erstmal ein paar Pellets rein und schmeiß das Ding an, damit sich so ein bisschen einbrennt und die ganzen Lacke aus China wegbrennen, bevor ich das tatsächliche Essen reinlege. Und ich werde auch nochmal in die Küche gehen und diese Grillroste sauber machen mit Spülmittel, was man danach dann halt wahrscheinlich nicht mehr mit Spülmittel macht. Wobei es jetzt Metall ist und beschichtetes Metall und kein Cast Iron. Ich frage mich, ob das genug Hasenködel sind da drin. Wir werden sehen, ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel das so verbraucht. Ja, das Display ist jetzt hier ein bisschen, zumindest im Display von der GoPro im Arsch. Wahrscheinlich haut hier das mit der Shutter Speed gerade nicht hin. Man drückt hier wohl laut Kurzanleitung, das war alles, was ich bereit war durchzulesen, auf Prime. Und außerdem blinkt hier noch so ein Wireless-Symbol. Man kann es wohl über so eine Grillmaster-App mit seinem Handy verbinden. Mal schauen, ob ich das machen werde oder nicht. Na okay, hat nicht lange gedauert. Ich habe jetzt mal diese App installiert und jetzt sieht man hier da drauf die Temperatur und man kann den Prime-Knopf drücken, also diesen Grill anschalten. Ist vielleicht auch eine coole Idee, wenn ich irgendwo mal in Deutschland zu Besuch bin und Bock drauf habe, meinen Grill hier in Texas anzuschalten, dann kann ich einfach die App dafür benutzen. Ja, scheint zu funktionieren. Ich habe es mal umgestellt auf Celsius. Steigt gerade ganz gut die Temperatur. Ich habe allerdings auch die Brennerkammer aufgemacht. Ich weiß, sollte ich jetzt nicht die ganze Zeit öffnen, aber nur um es mal so zu zeigen. Da unten ist die Flamme. Und ich lasse es jetzt mal weiter auf so 200 steigen. So Leute, mir läuft jetzt ein bisschen die Zeit davon. Das heißt, es wird schon langsam so ein bisschen zu spät, um die 3-2-1 RIP-Methode zu machen, um die zu smoken. Das heißt, ich werde das jetzt trotzdem nochmal verarbeiten und einfach bei mittelmäßig hoher Temperatur dann so für 4-5 Stunden smoken. Wobei ich normalerweise die 3-2-1 Methode empfehlen würde, also 3 Stunden smoken, 2 Stunden in, ja, zum Beispiel Apfelsaft eingelegt smoken und dann nochmal eine Stunde mit Barbecue-Soße lackiert zu smoken. Aber das wird jetzt von der Zeit her nicht mehr hinhauen, weil vermutlich heute Abend um 10 keiner mehr dieses Stück Fleisch essen werden wollen wird. So, als allererstes muss ich erstmal die Silberhaut hier abziehen. Ich habe hier noch nicht so richtig gutes Küchenwerkzeug. Das ist alles in dem Container drin, der jetzt in meiner Timeline noch nicht da war. Aber wenn ihr das Video seht, war der wohl schon oder hoffentlich da. Und dann habe ich halt auch wieder ein paar etwas bessere Messer und so weiter. Momentan halt aktuell noch nicht. Und womit wir uns hier über Wasser halten, ist halt so ein Billigbesteck von IKEA. Ist jetzt hier nicht so richtig sauber abgegangen, aber muss man schon abziehen, die Silberhaut. Ja, dann säubere ich das nochmal ein bisschen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht so das allerbeste Messer dafür, aber ich habe nur dieses eine Messer momentan gerade, beziehungsweise ich habe noch ein anderes, was noch schlechter geeignet wäre dafür. Und ich muss hier leider so ein bisschen das überschüssige Fleisch abschneiden und auch so ein bisschen was von diesem Fett, weil sonst kommt das Seasoning und vor allem der Rauch nur an das Fett und nicht an das Fleisch. Hier ist noch ein bisschen mehr Silberhaut. Das ist auf jeden Fall ein anderer Cut, als ich aus der Schweiz gewohnt bin. Oder ein anderer Cut wahrscheinlich einfach. Und das ist ganz interessant hier eigentlich, weil sich die Silberhaut bei dem Rips aus der Schweiz leichter abziehen ließ. Wobei ich sagen muss, was die Verfügbarkeit von solchen Fleischprodukten angeht, bin ich gerade recht begeistert. Also solche Sachen, die man halt so als Barbecue verarbeitet, weil ich die einzige Location, wo ich vernünftig solche Rips bekommen habe, und wie gesagt, anderer Cut, war beim Top CC, der eine relativ große Fleischabteilung oder Fleischecke hat. Ansonsten war es halt schon so ein bisschen schwieriger. Also ja, es gibt halt so den Dorffleischer. Das muss ich hier hinten leider abschneiden. Aber hier kriegst du das wirklich in jedem Supermarkt. Kriegst du Ribs und Brisket und diese ganzen Sachen wirklich in jedem. Selbst beim Aldi.
Und in der Schweiz halt beim Aldi auf jeden Fall nicht. Oder beim Lidl auch nicht. Das ist, wie gesagt, recht schwer zu bekommen. Jetzt klatsche ich immer dieses Killer Hawks Barbecue AP Seasoning drauf. Und ich habe gerade gelesen, ich war ja etwas verwirrt, weil hier so ein Schweinesymbol drauf ist. Aber hier, geil, guck mal, ist sogar von diesem Channel. Also entweder es ist von dem Channel oder es ist, weil er dafür immer Werbung macht. Hier Malcolm Reed How to BarbecueRight.com ist eigentlich so ein ganz uriger Südstaaten-Koch- oder Barbecue-Kanal. Und hier steht halt, the AP Seasoning works on pork, beef, chicken, even veggies. Also ich hätte doch ein Brisket kaufen können. Aber wer jetzt von der Zeit her, hätte das auf jeden Fall überhaupt nicht mehr hingehauen. Ja, definitiv kein Paprika drin, dieses Seasoning, sondern das besteht aus Salz, dehydriertem Knoblauch, Gewürzen, Monosodium, Glutamat. So, ich lasse das jetzt nochmal so 30 Minuten stehen etwa und dann kommt's rein. Wobei es gibt manche Leute gibt, die das über Nacht einziehen lassen. Muss bei einem Dry Rub nicht unbedingt sein. Vielleicht könnt ihr hier sogar noch ein bisschen mehr drauf. Ich habe das jetzt mal ganz ungeniert hier direkt draufgelegt und habe ihn auf 140 Grad eingestellt. Ist jetzt so ein bisschen am höheren Ende. Eigentlich wären 130 besser, aber ich dachte mir, da ich so ein bisschen unter Zeitdruck bin, weil ich hier zu spät angefangen habe, damit ich gebe es hier zu, lieber ein bisschen höher die Temperatur. Er war zwischendrin mal bei 240 Grad. Also ich hoffe, die Lacke des chinesischen Malermeisters sind inzwischen ausgebrannt. Und hier sieht man auch schon, es hat auch schon eine kleine Vertiefung, gibt es schon in dem Stapel aus Pellets. Das indiziert, dass dieser Sack vermutlich so für 2-3 Smoke-Vorgänge oder so reicht. Und ja, ich habe noch keinen genauen Plan, wie lange ich es drauf lasse. Und ich weiß, wer keine Strategie hat, der wird nie in irgendeinem Hafen ankommen oder irgendwie sowas. Aber ich werde es einfach mal an der Stelle drauf ankommen lassen und es jetzt für so 3-4 Stunden bei der Temperatur drin lassen und dann vielleicht mal einwickeln mit so ein bisschen irgendwie Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, die ich noch mit drauf pinsel. Und dann werde ich mal schauen, was dabei herauskommt. Ja, so Leute, es läuft hier alles. Ich mach's mal auf zwischendrin, sollte man nicht zu oft machen. Das Fleisch fängt schon etwas an, sich von den Knochen zurückzuziehen. Braucht allerdings noch das Ganze, ja, also es muss auf jeden Fall noch 1-2 Stunden drin bleiben. Ich werde es gleich mal einpacken mit so Butcher Paper und das dann nochmal mit so ein bisschen Soße bereiben. Und dann zu Ende smoken. Also ich würde sagen, genug gequält jetzt mit den Foodbildern. Ich mache noch ein paar Fotos vom Endresultat und hau die euch jetzt noch so ins Video rein, bevor das Outro kommt. Ja. Okay, gut durchgehalten bis zum Ende. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Video. Alright, bis dann. Tschüss.